Guten Abend, liebe Opernfreunde. Heute stehe ich im Goetheanum in Dornbach bei Basel, wo also zum zweiten Mal der Parsifal aufgeführt worden ist, in der Inszenierung von Jasmin Zoll-Fagari, die schon einen sehr schönen Ring in Odense in Dänemark gemacht hat vor einigen Jahren. Das ist insofern hier eine ganz große Besonderheit, als noch nie eine Oper von Wagner, ein Musikdrama von Wagner hier aufgeführt worden ist, zumal das hier im Zusammenhang mit der Eurythmie erfolgt ist. Also man benutzt eine weitere Kunstform, die im Grunde eine Tanzausdrucksweise von Stimmungen, von Musik, von Assoziationen, von Farben, von Elementen der Handlung, die hier durch zwei Ensembles dargebracht worden sind. Ich muss aber sagen, das ist nicht der Hauptaspekt. Hier ist erstmal eine ganz hervorragende Inszenierung gelungen von Jasmin Zoll-Fagari mit sehr interessanten Bühnenbildern, geometrischen Bühnenbildern, leicht mit einer Kreuzästhetik versetzt, dass man also in diese Thematik hineinkommt und auch mit recht guten Sängern, muss ich sagen. Die möchte ich gleich mal erwähnen. Wir haben hier den Gurnemanz von Andreas Hörl mit einem dunklen Bass, sehr souverän gestaltet, ersten und dritten Aufzug. Dann Parsifal Roman Pajak, eine sehr schöne Stimme. Alejandro Marco Burmeister, bekannt aus Bayreuth. Wilhelm Schwingerer auch, Tito Rell, Thomas Jesatko, auch Bayreuth erfahren, klingen so, aber ganz hervorragend Yvonne Fuchs, eine Kundry, eine Neuentdeckung, perfekte Diktion, sehr gute Darstellung und auch die Blumenmädchen waren also alle fantastisch. Das war hier Marion Ammann, Alina Behning, Rebecca Davis, Margret Rose Köden. Also Roland Pfister hat die Philharmonie Baden-Baden dirigiert, im ersten Auftritt noch nicht so ganz überzeugend, aber der zweite und dritte Auftritt sehr, sehr gut, eine hervorragende Akustik, das Orchester tief versetzt um 1,5 Meter. Nochmal was zu der Eurythmie. Ich muss sagen, zu viel ist da auch nicht gut. Es scheint mir die beste Lösung zu sein, das zu machen, wenn man Orchesterzwischenstücke hat, die man eben neben der Musik auch noch tänzerisch interpretieren kann. Oder wenn man sowieso Nummern hat, die wie die Blumenmädchen auftreten, wo dann ohnehin schon Tanzgruppen oder Bewegungsgruppen auf der Bühne sind. Was nicht gut war, dass Kundry permanent durch drei hexenartige weitere Kundrys gedoubelt werden oder getrippelt werden musste. Das hat diesen Einzelszenen doch in der Auseinandersetzung mit Gurnemanz und mit Parsifal sehr viel an Gewicht genommen. Da müsste man nochmal nachbessern. Man sollte das nicht übertreiben, aber es ist eine interessante Möglichkeit, wegzukommen von diesen überinszenierten Vorspielen, dass man wieder hier auf eine künstlerische Form durch den Tanz in ein Vorspiel und damit in ein Stück hineinkommt. Also eine interessante Option. So viel für heute aus Dornach, Ihr Klaus Billhardt.